Das ist übrigens das, wenn man in Amerika einen Medium SUV als Mietwagen bestellt. Also kleine Autos gibt es da sowieso nicht. Benzin sparen ist sowieso wurscht, aber das Geile an dem Auto, Forerunner, also der Name passt auf jeden Fall schon ziemlich labert. Servus Leute, herzlich willkommen zum ersten Trainingstagebuch. Ich melde mich live aus Amerika quasi und ich habe mir gedacht, ich mache super klischeehaft einfach mal direkt aus dem fetten SUV das erste Video. Ich will euch einfach so ein paar Impressionen geben vom täglichen Training, was ich so mache und was da so abgeht. Ein bisschen zeigen, wie die Einheiten so ausschauen. Ich werde mich jetzt dann nachher erst einmal ins Gym hauen. Ein bisschen Krafttraining, das bleibt einem leider auch nicht als Läufer erspart. Und ja, ihr könnt es gerne anschauen, was ich da in meinem Training und vor allem im Speziellen jetzt am Trainingslager so mache. Aber ihr sollt nicht nur das machen, außer ihr habt zu viel Zeit und euch ist so fad, das ist natürlich cool. Aber falls ihr selber vielleicht Läufer seid, Sportler seid, wäre es geil, wenn ihr das eine oder andere vielleicht mitnehmen könnt. Ich versuche es immer ein bisschen recht allgemein darzustellen, dass jeder von den Sachen seine Learnings mitnehmen kann. Und von dem her, ich hau mich jetzt ins Gym und wir machen Mache weiter. Bis gleich und viel Spaß. Zurück vom Gym, quasi fertig mit dem Krafttraining. Ich habe morgen so eine nächste kleine Belastung und ich habe es ganz gern, wenn man am Vortag so ein bisschen anreizt, also sich ein bisschen einfach bewegt, dass der Körper in Schwung bleibt und nicht komplett nur herumchillt. Ist meistens ein bisschen angenehmer, wenn der Körper nicht komplett eingeschlafen ist, bevor dann die etwas schnellere Einheit wieder losgeht. Die erste Woche in Amerika auf Trainingslager ist jetzt vorbei.
und ich wollte euch ein paar Einblicke geben. Und da wieder ganz interessant, schreibt es mir vielleicht unten einfach rein, was euch am meisten interessiert, ob das jetzt Krafttraining ist oder sonst irgendwas, weil wie gesagt, ihr sollt von dem Ganzen auch was mitnehmen können. Und ja, ist vielleicht ganz interessant, der ein oder andere Einblick zu sehen für Einsteiger, für Hobbyathleten. Ja, wie gesagt, erste Woche jetzt vorbei und eine Sache, die sowohl für mich als Profi da gilt, aber besonders auch eben für Leute, die mit dem Sport beginnen, die mit dem Laufen beginnen, aber auch für fortgeschrittene Athleten. Wir sind auf, also in dem Fall jetzt bin ich auf ca. 2000 Meter Höhe. Das heißt, man muss da schon ziemlich aufpassen, immer wenn man irgendwelche neuen Bedingungen hat, wenn sich irgendwas verändert, muss man einfach schauen, dass man da nicht vollgas reinstartet, sich gleich vom ersten Tag weg zerstört, sondern auch wenn ich mich durchaus als trainierten Athleten eher bezeichnen würde, muss man einfach schauen, dass man sich das nicht wegschießt und dementsprechend auch die Einheiten. Also es waren viele ruhige und lockere Dauerläufe mal dabei, durchaus im Gelände, auf Trails auch, dass man ein bisschen den festen Untergrund meidet. Und ich habe im Prinzip zwei Einheiten mal in den ersten 7 Tagen sowas gehabt, die ein bisschen belastender waren, die einfach so sein haben sollen, dass man sagt, okay, man bringt den Körper ein bisschen in Schwung und muss mal ein bisschen mehr laufen schon und ein bisschen die Beine schon bewegen dabei, aber gleichzeitig ist es noch nicht so, dass man stirbt, da muss man eben gerade in der Höhe sehr aufpassen. Erste Einheit, die ich da gemacht habe, beziehungsweise eine von den Einheiten, die ich da gemacht habe, 3x12 Minuten, einfach so in einem guten mittleren Dauerlauftempo. War in meinem Fall so 3,20 am Kilometer, das heißt, ja, das ist ein Tempo, was nicht so schlimm ist, aber eben in der Höhe tut man sich mit dem Atmen dann gar nicht mehr so leicht. Und die zweite Einheit einfach 2x4x1000 Meter, das ist insgesamt 8000er, dazwischen nach der Hälfte mit einer Serienpause 4 Minuten und da einfach immer so erste Serie 3,06, 3,07 herum und dann die zweite Serie war so ein bisschen gesteigert, dass man einfach ein bisschen Gefühl bekommt, wie der Körper drauf ist und sich ein bisschen ja, rantasten kann. War dann einfach 3,5, 3,1, 3 Minuten und 2,52 der letzte Kilometer, also so, dass man schon in ein bisschen zügigere Bereiche kommt, aber eben die Kilometer sind dann einfach so kurz, dass man sich nicht komplett zerstören kann. Die Pause war auch 2, 2,5 Minuten, sowas. Das heißt, das war ganz okay. Und von dem her ja, war das so eine erste Woche, mal ein bisschen zum Reinkommen, Schwung bekommen. Und die ein oder andere Einheit, dass einfach die Beine nicht komplett einschlafen. Und dazwischen eben immer ein bisschen Kraft, ein bisschen Stabilisation, ein bisschen Dehnen, das ist einfach wichtig. Man macht es eh viel zu wenig, zugegeben, ich mache das auch eigentlich seltener, was man machen sollte. Ich sage immer, man sollte Dehnen und Kraft viel machen, macht man dann selber oft. Leider nicht in dem Ausmaß, in dem man sein sollte, aber wenn man jetzt da gerade am Trainingslager Zeit hat, ein bisschen sich dazu konzentrieren, macht es auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, falls ihr an irgendwelchen speziellen Sachen da interessiert seid, lasst mich einfach wissen, was ihr besonders gern sehen wollt, wissen wollt. Und wie gesagt, ich versuche es einfach so ein bisschen mitzugeben, dass ihr einen Eindruck bekommen könnt, aber auch für euch was mitnehmen könnt. Insgesamt bin ich über einen Monat da, mache dann einen abschließenden 5 Kilometer Wettkampf am Ende. Das heißt, habe ich in der Form auch noch nicht gehabt, bin ich richtig gespannt, wie das funktioniert, direkt vom Trainingslager zum Wettkampf weiter und dann ja, gescheite Zeit hoffentlich hinknallen. Wo ihr noch hinknallen könnt, auf jeden Fall unten auf den Like-Button. Wichtig für YouTube, würde mich freuen, dass ihr mir helft, einfach, dass die Leute das sehen, dass YouTube das sieht, dass das einfach ein bisschen weitergegeben wird, wenn es hoffentlich dem einen oder anderen Läufer, Athleten helfen kann, der vielleicht ein paar Einblicke haben will. Und ja, abonnieren sowieso auf jeden Fall. Ich orientiere mich dann stark an euch und mache einfach ein paar Videos, die ihr jetzt wollt. Ich renne nicht viel weiter, ich muss noch einmal kurz einkaufen was gehen, da verliert man sich wie immer wieder in Amerika, das ist absurd, also es sind nicht nur die Autos groß, sondern auch die Supermärkte, Katastrophe, aber das Geile, es gibt viel Eis, es gibt viele geile Cerealien, aber ja, schauen wir mal, das heißt, immer aufpassen nach dem Training, schauen, dass ihr zügig essen könnt, dass euch was Gescheites macht, also nicht nur Eiscreme essen, und von dem her sage ich einmal,
ja, das war jetzt das erste Mal. Ich melde mich dann wieder irgendwann im Verlauf oder am Ende der zweiten Woche. Bitte lasst mir eben die Kommentare da, dass ich weiß, woran ihr besonders interessiert da seid. Like nicht vergessen, dass auch möglichst viele Leute das mitbekommen. Und von dem her sage ich Peace out und wir sehen uns im nächsten Video. Das ist, was ich gemeint habe, Leute. Ich verliere da jedes Mal eine Stunde meiner Lebenszeit, weil ich eigentlich mich ganz einfach nicht zurechtfinde. Aber schön ausschauen tut es auf jeden Fall. Du weißt, dass du in Amerika bist, wenn es einzeln verschweißte Kartoffeln gibt. Daily Struggles in der Zerealienabteilung. Ja. Nicht so einfach, das Richtige zu finden. Ganze Reihe. Zack. Und die größte Katastrophe folgt da. Guck it how it is. Hier gibt's Eis. Viel Eis.